So, hallo ihr Lieben. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich über jeden, den ich inspirieren kann, diesen Weg, diese Reise zu gehen. Es sind so viele zauberhafte Möglichkeiten für uns gedacht in diesem Leben. Und ja, es ist mega, mega wichtig, dass wir verstehen, dass wir verstehen lernen, warum die Dinge so sind, weil unser logischer Verstand, der will immer diese Warums, der will immer, warum ist es so, warum, 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 warum? Und wir brauchen Antworten, weil wir suchen nach Antworten. Wir wollen immer wieder Antworten. Wir haben auch immer wieder Fragen und wir wollen immer wieder Antworten. So, wie viel Uhr ist es denn? Ich bin auch schon ganz, ganz ungeduldig. Holt euch mal was. Kaffee oder so. Kommen sicher noch ein paar mehr dazu. Ich bin ja immer spezialisiert auf diese spontanen Geschichten, die man sich nicht einteilen kann. Aber ich denke mir immer, der die Message haben muss, der kriegt die Message. Auf die eine oder andere Art und Weise kommt zu jedem, der offen und bereit ist, kommt diese Message, kommt diese Lösung, kommt diese komplette Antwort über uns und über unser Sein. Und es ist nichts, was wir lernen. Es ist nichts, was uns so klar und deutlich gemacht wird, dass wir quasi hier auf die Welt kommen in einer menschlichen Überzeugung über unser Sein, die uns sofort vom ersten Tag übergestülpt beigebracht wird. Und das gehört dazu, ja, da irgendwie wütend zu sein über seine Aufgabe, Zuchtfamilie oder die Art und Weise, wie die Familie im Hintergrund ist oder war oder was die für Werte haben, was die einem vermittelt haben, was die einem mitgegeben haben. Das ist völlig sinnlos, sich überhaupt darüber aufzuregen, zu ärgern oder zu denken, warum sind die so doof, warum können die nicht besser sein? Ich muss die verändern, die müssen besser sein. Das ist ein natürlicher Reflex als Kind, den wir alle haben, dass wir irgendwie unsere Eltern so verändern wollen. Wir wollen als Kind schon unsere Eltern ins Divine Design bringen. Also ich erinnere mich bei mir noch ganz genau daran. Ich war so eine ätzende Tochter. Ich habe natürlich diese Disharmonie in meiner Mutter drin, in meiner ganzen Family, diese ganze Angst, nicht gut genug zu sein, zu versagen, irgendwas zu beweisen zu müssen, habe ich natürlich immer gespürt. Und das spürt jedes Kind, das habt ihr auch alle gespürt. Und wir sind dann immer versucht, unsere Eltern, also das machen wir automatisch, die ins Divine Design zu bringen. Entweder mit zwei Strategien. Entweder das böse Mädchen, ich gehe jetzt einfach von mir aus als Mädchen, entweder das böse Mädchen, also die ganze Zeit irgendwie rausrütteln zu wollen, dass die Eltern lieb sind, die Aufmerksamkeit geben, für einen da sind, einen unterstützen, selbst in sich ruhig und harmonisch sind. Weil man denkt, schau mal, ich brauche das doch von dir, ich brauche das doch von dir als Kind. Das ist keine bewusste Sache. Und dann kommen die Eltern meistens nie mit dieser Reaktion, die wir haben wollen, weil sie selbst nicht im Divine Design sind. Sie wissen es nicht. Sie sind auch komplett in ihrem Human Design, in ihrem menschlichen Denken, in ihren menschlichen Überzeugungen, in dem, was sie gelernt haben, was sie trainiert worden sind da stecken geblieben. Sie sind komplett überfordert. Das ist doch logisch. Die wissen gar nicht, was sie mit uns machen sollen, wenn wir dieses böse Mädchen fahren. Und dann, was passiert, wenn wir diese andere Schiene fahren, die Schiene von dem lieben, braven Mädchen? Da kriegen wir auch nicht das, was wir uns wünschen. Weil dieses brave Mädchen, das hungert nach Lob, das hungert danach, endlich gut genug zu sein,
Genauso wie das böse Mädchen danach hungert, endlich dieses Feedback zu kriegen von ihren Eltern, was sie möchte, diese Aufmerksamkeit. Aber unsere Eltern, wenn sie nicht im Divine Design sind, wenn sie das nicht erkennen, wer sie wirklich sind, sie haben nur Theorien, Strategien, das, was man sagt, wie man das macht und damit umgeht, die haben nichts gehabt. Und da ist so viel mehr. Und wir wissen das. Und wir sind jetzt hier auf einer Suche, um das zu wissen, um das zu knacken. Und zwar für mich war das nie ausreichend, das alleine nur für einen Bereich meines Lebens zu knacken, als gute Mutter oder als gute Businessfrau oder als gute Partnerin. Irgendwie hat es alles nicht so gestimmt, sondern es bin ich. Aber wie bin ich's und wie mache ich's? Das ist das, was ich rausfinde in der Divine Design Reise. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich schaue mal gerade da runter aufs Handy, wenn ich da alles so sehe. Zeigt mir keine Namen an, nur Teilnehmer. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt beginne ich. Das war ein bisschen eine Einleitung zu der ganzen Geschichte. Aber wir wollen ja jetzt ganz nach hinten. Wir gehen dahin zu dem Punkt, wo mein Körper, und das ist ja das, wo wir es dann erst richtig wahrnehmen können, wenn wir es in jeder Zelle unseres Körpers fühlen. Vorher ist es ja ein Unwohlsein, dann ist es ein Unglücklichsein, dann ist es der ein oder andere Liebeskummer, dann ist es die ein oder andere Ablehnung, dann ist es das ein oder andere Scheitern. Hallo Susanne, jetzt sehe ich dich. Dann ist es das ein oder andere Scheitern in unserem Leben. Es gibt einfach dieses Nicht-Wohlfühl-Gefühl. Deswegen heißt meine Homepage ja auch My Well-Feeling, obwohl es dieses Wort auf Englisch ja gar nicht gibt. Aber es ist, ich sehne mich nach diesem Wohlfühlgefühl, nach diesem rundum Wohlfühlgefühl. Und ich merke, es ist nirgends. Und in diesem Unwohlgefühl, das ist dieses Human Design Gefühl, das ist dieses Gefühl, das mein menschlich beschränktes Denken mir gibt. Aber erst, wenn der Körper Alarm schreit, und der Körper kann so viel aushalten, der ist ja wirklich so, so, so geduldig. Aber wenn die Scheiße den Ventilator trifft, when the shit hits the fan, dann macht's Bang. Und wenn's Bang macht und der Körper kollabiert, dann gibt es keine Ausrede mehr. Dann müssen wir uns damit beschäftigen. Und ich habe auch auf meiner Coaching-Reise sozusagen viele Menschen getroffen, die genau an dem gleichen Punkt waren wie ich und die mich um Hilfe gefragt haben, aber die sind nie durchgegangen, weil sie nicht anerkennen konnten, dass sie der hundertprozentige Schöpfer, Kreator, Manifesto ihres Körpers und ihrer Welt da außen sind. Und so bin ich übrigens zu den Divine Design Teachings gekommen, weil Divine Design ist diese unwiderrufliche Klarheit und Argumentation, dass es keine Ausrede gibt. Es ist ich, es ist ich, es ist ich. Und das heißt, dass ich bin, ja, überall kommt, ich bin, du, ich bin das, ich bin. Aber wenn mein Verstand nicht weiß, was es heißt, dass ich bin zu sein, kann ich mir dieses Mantra 100.000 Mal immer wieder sagen, ich bin das, ich bin, ich bin das, ich bin. Und mein Verstand sagt, leck mich, was willst du? Laber mir die Hosen nicht voll, versteh dich nicht, hallo. Ich bin, was ich bin. Ja, ich bin, was ich bin, krank. Ich bin das Kranke, ich bin. So, und genau so habe ich das gemacht. Ich wurde immer dieses Kranke und Abgelehnte, ich bin. Und ich bin nicht gut genug und ich bin nicht geliebt und ich bin nicht unterstützt und ich bin nicht gewollt und keiner will mich. Keiner hört mir zu, ich bin unwichtig, ich kann nichts. Wie viel muss ich denn noch können? All diese Leier. Jetzt fange ich mal an, diesen Film freizugeben, den ich für euch zusammengestellt habe.
Und mal schauen, wie das geht. Ich erzähle dazu und vielleicht muss ich den dann noch anhalten und mal schauen, wie das läuft. Hier ist der Film, ihr seht mich. Hier, Kitesurfen, Brasilien 2016. Da ging es mir richtig gut eigentlich, körperlich. Ich war im Jahr davor, war ich ganz alleine in Brasilien. Da habe ich mir das erlaubt, für 10 Tage zum Kiten nach Brasilien zu gehen, ohne meinen Sohn, ganz alleine. Und ich war on top of the world. Mir ging es super. Ich hatte die Freude meines Lebens. Ich bin ganz alleine gereist. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt. Ich war zum ersten Mal, mein Sohn war damals 14, glaube ich, ja, zum ersten Mal oder 13 habe ich mir das erlaubt, ihn nicht mitzunehmen, alleine zu gehen, alleine zu reisen. Und das war dieses Gefühl der Freiheit wieder. Das war grandios. Und dann kam ich zurück und dann war ich so begeistert von dieser Reise. Und dann habe ich zu ihm gesagt, um nächsten Herbst kommst du mit nach Brasilien, dann gehen wir zusammen kiten und ich nehme dich mit. Ja, in meiner ganzen Euphorie habe ich ihn mitgenommen und dann waren wir in Brasilien angekommen. Wunderschöne Pousada, dieses große Meer, wie ihr das hier seht. Ja, und dann wurde mir plötzlich bewusst, oh mein Gott, du bist jetzt hier alleine mit deinem Teenager in Brasilien. Wenn irgendetwas passiert, du hast kein Backup. Du hast niemanden, der dir hilft. Du hast niemanden, der dich unterstützt. Und gleichzeitig hatte ich dieses Kind dabei, das völlig vor heller Begeisterung war. Der kitete auch damals schon sehr gut und wow, hat sich riesig gefreut. Juhu, Brasilien. Und ja, dann wollte der natürlich kiten und war helle Freude. Und bei mir wurde es immer enger und enger und enger. Und ich habe gesagt, wenn da was passiert, wenn da was passiert, wenn da was passiert. Es war die ganze Zeit in meinem Kopf, wenn, oh mein Gott, was mache ich, was mache ich, was mache ich. Habe das alles überspielt und habe gedacht, ja, das wird schon gut gehen. Und dann waren wir dort und dann hieß es, okay, wir machen so einen Kite-Trip, so einen Downwinder. Ich habe gesagt, ja, okay, das kann man machen. Habe ich letztes Jahr schon ganz oft gemacht. Kein Problem, ist eigentlich eine leichte Sache. Dann bin ich mit dem los und wir sind dann losgekitet und ich immer so nach hinten. Und plötzlich kam eine riesengroße Welle, weil es gibt einen Bereich dort, den kannte ich eigentlich. Da muss man das dem ausweichen. Das sind ganz große Wellen. Den muss man ausweichen, muss man ein bisschen raus, drum rumfahren. Okay, habe ich natürlich in meiner ganzen Angst komplett übersehen, weil ich die ganze Zeit geguckt habe, wo der ist. Und plötzlich hat diese Welle mich aus dem Nichts von meinem Brett gehauen, hat mich verschlungen, mein ganzer Kite, also vielleicht kennt ihr das, ist eigentlich auch egal. Was wichtig zu wissen ist, ich bin dann nach unten mit der Welle, die hat mich nach unten gezogen. Ich war dann noch festgemacht, habe mich gelöst und bin dann nach oben geschwommen. Und habe so richtig Panik gehabt, habe gezappelt, um mein Leben gezappelt, dachte, oh, jetzt bin ich oben. Schon hat mich die nächste Welle gewaschen, weil ich war auf nichts vorbereitet. Ich wusste nicht, wo ich da bin. Dann habe ich wieder gezappelt und wirklich panisch gezappelt, damit ich wieder hochkomme. Und so ging es 3-4 Mal, bis mich endlich diese ganze Wellengeschichte an den Strand gespült hatte. Ich bin dann aufgestanden und habe dann gedacht, so, boah, ist mir gar nichts passiert, ist alles gut, aber irgendwie ist was nicht gut. Aber ich konnte es nicht festmachen, es war alles in Ordnung, aber irgendwie habe ich gedacht, scheiße, irgendwas ist nicht gut. Okay, also gut, machen wir weiter. Das war die erste Woche von 3 Wochen und dann hat es angefangen mit unglaublichen Rückenschmerzen, die sind immer mehr und mehr geworden. Rückenschmerzen kannte ich von früher, ich hatte eigentlich immer Rückenschmerzen, habe schon 2 Bandscheibenvorfälle gehabt, ist alles nicht so schlimm gewesen, es hat sich alles irgendwie wieder eingerenkt.
Ja, und dann bin ich halt diese nächsten 2 Wochen, Massage schön in Brasilien, nicht mehr so viel gekitet. Dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ich saß dann am Strand, habe meinem Sohn beim Kiten zugeguckt, habe dann versucht, irgendwie so Dehnungsübungen zu machen, habe dann gemerkt, so, kann mein rechtes Bein gar nicht mehr so hoch tun, aber ja, puh, komisch. Und so habe ich dann halt weitergemacht. Hier seht ihr, mega schön. Strand. Kann man sich eigentlich nichts Tolleres vorstellen? Weite Strände. Und jetzt kommen wir zur nächsten Etappe. Da sind wir schon ein bisschen zu weit. Weite Strände. Und dann, ja, nach diesen 3 Wochen bin ich nach Hause und ich hatte vorher schon angefangen mit Ringana und hatte dann ausgemacht, ich fliege dann gleich, nachdem ich ankomme, ich fliege nach Frankfurt. Zu so einem Ringana-Treffen. Ich habe mir vorgenommen gehabt, ein bisschen laut. Ich habe mir vorgenommen gehabt, da loszustarten. Ich werde eigentlich an diesem Bild hier anhalten. Ich habe mir vorgenommen, da loszustarten mit meiner ursprünglichen Klassenkameradin aus der Grundschule. Die hat mich da ein bisschen heiß gemacht und ich habe mir gedacht, so Patricia, das ist jetzt genau der Moment, wo du dir jetzt rausgehst ins große Leben. Mein Sohn ist groß genug. Du kannst jetzt hier mal ein bisschen Networking machen. Du kannst wohin gehen, du kannst wo Leute treffen. Und ja, dann dachte ich mir, das ist gut. Und dann bin ich dorthin geflogen, habe schon unglaubliche Schmerzen gehabt. Ich hatte so Unterleibsschmerzen. Kannte ich auch. Das war so wie Menstruationsschmerzen. Früher hatte ich da immer Buscopan genommen. Dann dachte ich mir, ja, dann nehme ich da Buscopan. Dann bin ich dort, so einige habe ich mich rumgeschleppt. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gekommen, habe mich da auch weiter rumgeschleppt. Das ist vor meinem Hotel. Da hatte ich das Hotel damals noch, da hatte ich die glorreiche Idee, ich mache einen Weihnachtsmarkt. Dann haben wir noch einen Weihnachtsmarkt organisiert. Es war ein mega, mega schöner Event. Und dann hatte ich auch noch Weihnachtsessen 2016, Weihnachtsessen mit meinem Team hier im Club Med in St. Moritz. Unglaubliche Schmerzen schon gehabt, aber macht nichts. Dann war Ski-WM 2017, mein ganzes Hotel war voll. Ich konnte mich kaum bewegen, laute Schmerzmittel, aber ich bin natürlich noch auf die Ski-WM-Party gegangen. Dann haben wir noch so VIP-Karten gehabt. Hier seht ihr 2017 Ski-WM St. Moritz. Dann habe ich eine Kollegin noch eingeladen, konnte kaum laufen, sind wir dort noch rumgehüpft. War natürlich immer noch dabei, es muss ja alles weitergehen. Dann war März, dann war so quasi Ski-WM, das war wirklich richtig viel zu tun, irgendwie habe ich es überlebt. Dann habe ich mir gedacht, so, jetzt bist du so verkrampft und so angespannt, wenn du jetzt nach Ägypten gehst, in diese schöne Wärme, dann wirst du dich sicher entspannen können und dann wird es alles besser. Dann bin ich nach Ägypten. Hier seht ihr, da war noch so eine Farbenparty. Die wollte ich mir natürlich auch nicht entgehen lassen, direkt am Meer. Also ein riesengroßer Spaß. Ich habe auch total nette Leute kennengelernt. Mit denen bin ich auch heute noch befreundet, in tollem Kontakt. Habe mich da hingeschleppt, konnte kaum laufen, aber irgendwie habe ich es hingekriegt, zur Musik zu tanzen. Ja. Die Peitsche, Patricia, 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 wenn du jetzt endlich mal dich ins Leben reinschmeißen würdest und wenn du jetzt endlich mal dieses verdammte Leben genießen würdest, dann wird alles besser. Wenn du aufhörst, dich zu verstecken, wenn du aufhörst, zu meinen, alle anderen da draußen dürfen das Leben genießen und du nicht. Oder Ringana, ich muss raus, ich muss mich zeigen und die Idee. War ja klasse, die Idee war ja klasse. Aber mein Körper, ich konnte nicht mehr gehen.
Und dann ging es weiter. Da war es ja noch nicht zu Ende mit der Farbenparty. Dann war hier noch so ein schöner VIP-Event. Habe ich mich auch noch hin, heimische Kräuter mit heimischen Kräutern kochen. Ganz toll. Dann habe ich irgendwie auf dieser Reise meinen damaligen Freund kennengelernt. Der war mein Optiker. Plötzlich aus dem Nichts, als ich aus Ägypten zurück kam, hat er mir geschrieben, hat gefragt, ob er mit mir essen geht. Das ist mein Sohn Jeremy. Ob ich mit ihm essen gehe. Und ich habe meine Freundin angerufen und gesagt, du glaubst es nicht. Endlich interessiert sich jemand für mich. Jemand will mit mir essen gehen. Wow, scheißegal wer. Ich bin raus aus meinem Versteck. Ich habe mich gezeigt und das zeigt Wirkung. Und jemand will mit mir essen gehen. Und auch da schon Schmerzen. Aber es war fantastisch. Es war wirklich so Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe mir gedacht, so, und jetzt hast du endlich einen tollen Mann kennengelernt und jetzt gibt's hier, jetzt wirst du gesund. Das muss jetzt vorwärts gehen. Und du wirst jetzt wieder fit und da ist jetzt nichts und so weiter und so fort. Wir hatten uns irgendwie im April kennengelernt. Das hier ist jetzt, glaube ich, Mai. Da bin ich dann mit dem Jeremy nach Fuerteventura. Das weiß ich noch, das war eigentlich auch ganz schlimm, wenn man das sich so, es war eine schöne Hotelanlage, so eine Sporthotelanlage mit ganz vielen Sportmöglichkeiten. Also das habe ich wegen dem Jeremy gebucht. Und da war auch ein riesengroßes Spa, Massage, Physio-Center. Und dann dachte ich mir, das ist super für mich, da gehe ich hin. Ich konnte, als wir dort ankamen, fast den Leihwagen nicht kuppeln. Ich konnte das Auto fast nicht fahren. Vom Flughafen in Fuerteventura, das ist irgendwie Mitte Fuerteventura, ich konnte fast nicht fahren. Ich musste mich so zusammenreißen, um zu kuppeln. Ich bin dann auch dort, wir haben das Auto abgestellt, ich bin dann nicht mehr gefahren, ich bin dann an den Pool. Ich konnte fast nicht in dieses Physio gehen. Das war also eigentlich, ich habe das nicht so wahrgenommen, aber wenn ich es jetzt erzähle oder auch wenn es mir jetzt bewusst geworden ist, es war die Hölle. Ich bin immer zum Essen geschlichen, habe mich am Jeremy auf und ich dachte, das muss doch jetzt besser werden. Ich konnte auf den linken Fuß fast nicht mehr auftreten. Der hat so weh getan, es war Ischias von oben bis unten. Und ich konnte nicht mehr stehen. Es kam aus dem Rücken, aber irgendwie, ja. Irgendwann mal war es so, dass der Jeremy mich dann von der Massage abgeholt hat, der war an der Rezeption und hat einen Rollstuhl geholt. Weil er es nicht mehr ertragen konnte, wie ich mich durch die Gegend geschleppt habe. Und ich wollte das nicht. Ich wollte nicht im Rollstuhl rumgefahren werden. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht krank sein. Und dann habe ich gesagt, na, Rollstuhl, das geht nicht. Also Rollstuhl, ich komme mir so scheiße vor. Frag mal, ob die Krücken haben. Dann habe ich mir ein bisschen Krücken geben lassen, aber mein Kopf hat es nicht hergegeben. Es muss doch möglich sein, dass ich diesen Körper dazu bringe, dass der laufen kann. Also es war wirklich dramatisch. Und dann waren wir eine Woche in Fuerteventura und ich kam zurück und ich dachte mir natürlich auch wieder, es müsste besser werden. War aber natürlich frisch verliebt, habe mich riesig gefreut, wir haben uns wieder gesehen. Da ist er. Natürlich, was machen wir? Wir fahren wieder weg, kein Problem, nach Südfrankreich. Schmerzen hin und her, ich bin frisch verliebt, das muss doch schon irgendwie gehen. Irgendwie ist es gegangen. Frage mich nicht, wie ich das alles geschafft habe, aber das war auch diese Energie des frisch Verliebtseins und das endlich das Leben wieder genießen und erleben zu wollen und zu dürfen. Und da sind wir nach Südfrankreich gefahren. Dann waren wir des Öfteren in Finale Ligure. Ich war dort sogar noch biken. Irgendwann mal habe ich aber dann aufgegeben zu biken und das ist jetzt noch mein nächster Trip, genau.
Da bin ich dann mit meiner Freundin, weil wir jedes Jahr nach Mallorca fahren, nicht nach Mallorca, irgendwo hinfahren, bin ich dann noch mit ihr nach Mallorca mit unseren zwei Kindern, war noch eine Woche in Mallorca. Wir hatten eine Ferienwohnung gemietet mit Treppen, die ich fast nicht hoch konnte. Ich konnte fast nicht laufen. Nikki Beach war natürlich auch wichtig, dass man dann dort ist. Auf der Liege habt ihr mich vorher liegen gesehen. Das habe ich noch hingekriegt. Dann waren wir irgendwie am Comer-See und viele Trips noch gemacht. Ich immer voll on Schmerzen. Dann nochmal Ringana, Wien. Auch das habe ich noch hingekriegt. Bin nach Wien geflogen für Ringana. Da seht ihr schon, mein Bein total krumm, das linke Bein. Ich konnte nicht draufstehen. Aber ich stand da, Peace. Dieses riesengroße Messegelände von Wien. Ich habe auch das geschafft, da bin ich auch immer noch rumgehampelt, bis dann irgendwann meine Mentorin gesagt hat, du läufst wie eine Ente, und hat mich ausgelacht, weil ich so gelaufen bin, tatsächlich wie eine Ente, und die hat mich auch gelacht, warum läufst denn du wie eine Ente? Und ich war so wütend auf die, und die hat sich so lustig gemacht, die hat mich noch nachgemacht, ja, mit meinem Gehen hat sie mich noch nachgemacht. Heute weiß ich natürlich, Spiegel, 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 aber das wusste ich damals noch nicht, wie das funktioniert. Ich war nur wütend auf diese Leute, auch dann auf meinen Freund damals, der mir helfen wollte. Dann auf die Ärzte, dann bin ich zu einem Arzt, weil ich es wirklich nicht mehr ausgehalten habe. Die wollten mir den Rücken operieren. Und ich wusste genau, ich muss keine Rückenoperation haben. Ich muss nicht operiert werden am Rücken. Nein. Und dann bin ich wieder rausgegangen mit meinen Schmerzen. Ich bin zu Hause in der Dusche gelegen. Ich habe geschrien, ich habe geweint. Warum muss ich so leiden? Warum muss das so wehtun? Warum? Warum ich? Und zu allen möglichen Sachen habe ich probiert. Ich habe wirklich Heiler probiert. Alles Mögliche, was du dir nur vorstellen kannst. Mal schauen, was hier jetzt als nächstes kommt. Nochmal Ringana. Ah ja, genau da, der Dress erinnert mich noch daran. Den habe ich in Wien gekauft, weil shoppen war ich ja natürlich auch noch. Wenn ich schon mal in Wien bin, habe ich mich dann auch noch durch die Boutiquen durchgeschleppt. Genau das hier war nochmal Finale Ligure. Da bin ich dann nicht mehr mit zum Biken. Da habe ich mich dann ins Café an den Strand gesetzt, weil es einfach wirklich nicht mehr ging. Aber ich wollte natürlich mit, ich wollte natürlich ans Meer. Irgendwie muss es ja gehen. Das ist Mauritius. Nach Mauritius sind wir dann auch noch. Ich im Golfwagen. Bin dort, glaube ich, sogar auch noch gekitet in Mauritius. Dann bin ich mit dem Golfwagen mitgefahren, während er Golf gespielt hat. Ja, ich wollte ja alles erleben. Ich wollte ja das Leben erleben. Das darf mich ja nichts stoppen und Schmerzen schon gleich gar nicht. Dann bin ich einmal die Woche zu einem speziellen Physiotherapeut nach Zürich gefahren. Das ist mit dem Zug 3, 3,5 Stunden ein Weg. Ein Weg. Bin ich morgens nach Zürich gefahren, dort zum Arzt und zum Physiotherapeuten. Ich habe wirklich keine Mühe gescheut. Ich habe alles probiert. Zähne zusammengebissen, trainiert, mit dem Hund gegangen, immer noch. Jeden Tag. Und dann irgendwann mal kam der Moment, wo ich zum ersten Dr. Joe Dispenza Retreat, nein, es war sein zweiter Retreat nach Sardinien gefahren bin. Hier seht ihr seine Scriptings, die er macht. Ja, und dort war ich. Und habe ganz liebe Leute kennengelernt, die wollten mir alle helfen. Ich habe mich dann immer filmen lassen, wie ich gehe. Da sieht man auch einigermaßen. Treppen konnte ich überhaupt nicht gehen. Und ich wollte immer sehen, wie ich gehe. Ich wollte immer sehen, laufe ich jetzt besser? Klappt es jetzt endlich besser? Kann ich jetzt besser gehen? Und sie haben mich gefilmt. Ich habe Spaß gemacht. Ich habe mich durch den Hochseilgarten gequält in Sardinien. Es war total cool, letztes Jahr.
bin ich nochmal dorthin gefahren, nach Sardinien, nach Pula, genau dort, wo das war. Das war so bewegend. Mein altes Ich dort quasi zu beglückwünschen und zu sagen, wow, Frau, was du alles gemacht hast, dass du alles auf dich genommen hast. Boah. Und dann saß ich als die Neue dort am Strand letztes Jahr im Mai. Das war so schön. Das ist eine Chiropraktikerin aus England, die habe ich dort kennengelernt, die hat mir auch geholfen, weil alle ja geglaubt haben, das kommt vom Rücken. Und da war ich wieder zu Hause, habe mich wieder filmen lassen, kann ich jetzt endlich besser gehen, kann ich jetzt endlich besser gehen. Und ich konnte nicht gehen, ich konnte einfach nicht besser gehen. Ich habe mich so bemüht, endlos habe ich mich filmen lassen. Da sieht man schon, meine Wirbelsäule, mein ganzer Oberkörper ist schief geworden. Bin dann dort auch wieder, das ist wieder Sardinien, bin natürlich wieder nach Sardinien, habe mich dort wieder filmen lassen von ihm, ob es nicht endlich besser ist. Ich habe ja trainiert, ich habe ja viel gemacht, ich habe ja viel probiert. Aber es ging nicht, es ging nicht. Ich hab alles gegeben mir. Das ist eigentlich der helle Wahnwitz. Ich habe trainiert und gemacht und getan. Gedacht, der Rücken muss doch wieder gerade werden. Das muss doch klappen. Das muss doch klappen. Und hier nochmal. Also heute kann ich drüber lachen, wenn ich nur weiß, dass die Frau, die da sich so viel Mühe gegeben hat, endlich gut genug zu sein, endlich das Richtige zu machen, endlich sich genug anzustrengen. Zu zeigen, ich wollte auch meinem damaligen Freund zeigen und demonstrieren, ich bin ja dabei, ich übe ja, ich trainiere ja, ich werde ja gesund. Glaub halt dran, das klappt schon, ich werde gesund. Ich bin doch gut genug, ich mache doch alles, ich nehme alles auf mich, Reisen, ich probiere immer dabei zu sein. Das muss doch werden, das muss doch werden. Und es wurde einfach nie besser. Ich habe euch extra diese ganzen Videos dahinter. Da filmt mein Sohn, das war er. Und ich wollte immer, irgendwie habe ich gedacht, wenn ich gefilmt werde und nachher sehe, ich laufe doch schon besser, ich laufe doch schon besser. Ich wollte immer im Außen sehen, dass ich besser laufe. Das geht doch, das ist doch besser geworden. Zu Hause, überall, das ist der helle Wahnwitz, wie viele Videos ich da gesehen habe von mir. Wo ich einfach nur mal sehen wollte, ich kann noch gehen, ich kann noch gehen, ist doch scheißegal, Schmerzen hin oder her. Ich wollte sehen im Außen, dass ich endlich wieder richtig laufen kann. Das muss doch gehen. Ich bin noch nicht krank, ich bin noch nicht kaputt. Und es hat so weh getan und ich konnte fast nicht laufen. Ja, das ist hier noch ein Bild, da bin ich extra in den Schwarzwald gefahren zu einer sogenannten Heilerin. Die hat da irgendwas mit diesen Zeichen, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Manche von euch wissen das wahrscheinlich, wo du so Zeichen aufschreibst. Und hier siehst du schon meine Wirbelsäule, alles schief, 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 schief. Auch dort keine Mühe gescheut, extra in Schwarzwald gefahren. Dann irgendwann mal, das war auch in meinem Feed auf dem Handy, habe ich dieses Bild hier gesehen. Und genau so habe ich mich gefühlt. Ich habe so resoniert mit diesem Bild. Das fährt jetzt nach oben, ihr seht es gleich. Und irgendwie dieses Mädchen, es gibt Kinderbilder von mir, da sehe ich wirklich aus wie dieses Mädchen. Ich habe wirklich mich so, so angekommen gefühlt mit diesem Bild hier. Da geht es wirklich darum, dass deine Eltern unwissenderweise diesen ganzen Horror und diesen ganzen Terror auf dich draufschütten mit Worten, Brat, das heißt, du bist ein böses Mädchen, this is your own fault, das ist deine eigene Schuld, hier, I don't have time for this, ich habe keine Zeit für den Scheiß, den du da machst, let it go, hör auf, und so weiter, all diese Sachen, die wir hören, und ich bin damals in meinem Schmerz, ich bin so in Resonanz gegangen mit diesem Bild und auch mit diesem Mädchen. Das ist wirklich, ich habe Fotos, wo ich genauso aussehe wie dieses Mädchen auf diesem Bild, wo ich mir nur gedacht habe, oh mein Gott,
all diese Scheiße in mir, all diese Scheiße, und die war in meinem Kopf und es war da drin und mein Körper hat es gezeigt, all diese verdammte Scheiße, dieses Mädchen, das alles probiert, das jeden Schmerz auf sich nimmt, dieses Mädchen, das bereit ist, jedes Leid hinzunehmen, um endlich gut genug zu sein, um endlich anerkannt zu sein, um endlich Erfolg zu haben, um endlich zu heilen. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl, vielleicht kennt ihr das Gefühl. Und dieses innere Gefühl, das ist das, was wir sind, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, was wir sind. Und wir sind ahnungslos, warum wir so sind. Und wir versuchen mit allen uns erdenklichen, uns bekannten Mitteln, das Ganze zu meistern, eben im Außen, mit Zeug zu machen, wohin zu gehen, Schmerzen ertragen. Weil wir meinen, wenn wir lang genug diese Schmerzen ertragen, dann gehen sie weg. Und ihr wisst es ja, die wissen den Unterschied zwischen Human Design und Divine Design. Solange ich da in diesem Human Design drinnen bin, geht kein Schmerz weg. Kommt kein Erfolg, kommt keine Heilung. Solange ich in diesem unheilen Körper, in dieser unheilen Welt mit all diesen unheilen Überzeugungen und Annahmen über mich und über die anderen, solange ich in diesem Bewusstsein lebe, gibt es nichts von dem, was ich mir wünsche. Da kann ich kämpfen, machen, was ich will. Ich habe es bewiesen, ich habe es gezeigt, das klappt nicht. Ja, ab und zu mal kiten war ich trotzdem noch. Das ist, glaube ich, Sizilien. Ja, dieses Foto leitet das Ende meiner Liebesgeschichte ein. Nach 1,5 Jahren hat es nicht mehr ertragen, mit einer Frau zusammen zu sein, die nur leidet. Diesen leidenden Körper, obwohl ich ihn überall hingeschleppt habe mit ihm, diesen leidenden Körper, das ist übrigens Bolgheri in der Toskana, da wollten wir zusammen hin, da war ich dann letztendlich alleine, weil er von einem Tag auf dem anderen auf ganz, ganz unerwartete Weise gesagt hat, es ist aus, es ist vorbei, er will nichts mehr wissen, er liebt mich nicht mehr, er möchte nicht mehr mit mir zusammen sein. Es war, glaube ich, 2 Tage, bevor wir wieder verreisen wollten. Und heute weiß ich das natürlich. Diese Horrorvorstellung, dieses Horrorleben mit einer Horrorfrau, die nur leidet und der man nicht helfen kann, weil diese Sachen, mit denen er und die Medizin mir helfen wollte, mit einer Rückenoperation, das kam für mich nicht in Frage, weil ich wusste, es liegt nicht an meinem Rücken, aber ich wusste halt nicht, woran es sonst liegt. Ja, und ich sage euch, woran es lag. Ich war ja bei ganz, ganz vielen Ärzten. Ich habe ganz, ganz viele MRIs gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Kämpfe ausgetragen. Ich habe auch ein Gebärmuttermyom embolisieren lassen, weil ich gedacht habe, dieses Gebärmuttermyom embolisieren heißt, das wird die Arterie zu dem Gebärmuttermyom wird abgetrennt, sodass sich dass es nicht mehr versorgt wird, weil ich gedacht habe, das drückt vielleicht auf den Rücken. Habe ich das gemacht? Ja, auf jeden Fall, dieser Mann ist ausgestiegen. Zu seinem guten Glück und auch zu meinem guten Glück. Weil dann war der Horror noch größer. Dann war ich wirklich ganz allein. Dann war ich wirklich ganz nackt. Dann gab es nichts und niemanden mehr, der mir den Rücken gedeckt hat, der mich auf irgendeine Art und Weise noch beschützt hat, vor mir selbst beschützt hat. Ich war total allein. Zu meinen körperlichen Schmerzen hatte ich jetzt noch Liebeskummer. Dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht gut genug bin, geliebt zu werden, unterstützt zu werden, dass man mit mir durch eine Schmerzreise durchgeht. 1,5 Jahre. Mhm.
ganz ein böser Mann, ja, hat es nur 1,5 Jahre ausgehalten. Aber in meinem Kopf war das natürlich ganz anders. In meinem Kopf war das natürlich der Horror und was soll ich sagen, wie habe ich mich gefühlt? Auch hier immer wieder dieses gleiche Gefühl, ich bin nicht gut genug. Und das kennen wir alle. Und dieses verdammte Gefühl, das ist wie Krebs. Das ist wie Krebs, dieses verdammte Gefühl, das geht in alles rein. Wir interpretieren alles auf diese nicht gut genug Human Design Persönlichkeit zurück. Das ist dieser verdammte Krebs. Der ist überall. Der ist im Beruf, der ist im Job, der ist in der Beziehung zu Freunden, der ist in Liebesbeziehungen, der ist in der Familie. Das ist dieser verdammte Scheißkrebs, der uns, unser Leben inklusive unser Körper kaputt macht, unsere Finanzen, unsere Freude, unsere Freiheit, unser Glück nimmt. Dieses Human Design Denken. Ich bin beschränkt. Ja? Ich bin beschränkt. Ich bin in Grenzen. Ich bin begrenzt. Ja, und wir wissen ja, hey, du bist ja voll beschränkt. Ja? Ja, das ist das, was wir glauben. Beschränktheit. Wir sind beschränkt. Wir sind gefangen. Wir können da nicht raus. Wir können auch nicht aus dem Körper raus. Wie oft wollte ich aus meinem Körper raus? Wie oft wollte ich da raus? Gedacht habe, wenn ich nur aus diesem Körper raus kann. Heute weiß ich es. Mein Divine Design hat ja schon immer gerufen und hat gesagt, spring da raus, spring aus dieser Welt raus, du kannst raus, du musst da nicht sein, du musst da nicht sein. Aber mein Kopf hat das nicht sehen können, nicht glauben können. Ja, ihr Lieben, dann geht es weiter. Wo sind wir denn dann? Da, weiß gar nicht, wo ich war. Ah ja, weiter geht's. Ich bin nach Chicago. Ich habe diesen schmerzlichen Körper nach Chicago geschleppt, zum Matthew David Hurtado. Das ist ein sehr christlicher, spiritueller Teacher, Lehrer, der hat sich auch selber von diversen Sachen geheilt. Er hat mich sehr, sehr inspiriert. Er redet halt viel von Gott, aber auch dann nicht von Gott. Und von ihm habe ich ganz, ganz viel auch gelernt und verstanden. Also es war ein toller Move, da hinzugehen. Ich war für eine Woche lang bin ich nach Chicago. Und ja, da war ich dort. Warte mal, jetzt kommt gleich ein Bild. Ah ja, das war noch ich, ganz glücklich, ja. Hier, das ist das Bild von diesem Spiritual Millionaire Workshop. Es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Gepäck verloren, kein Gepäck gehabt. Musste noch einkaufen gehen, damit ich überhaupt irgendwelche Klamotten habe. Aber es war eine tolle, tolle Woche, die ich natürlich überhaupt nicht genießen konnte mit all dem Schmerz. Ich konnte ja weder sitzen noch gehen. Egal, ich habe nicht aufgegeben. Ich bin nach Hause, habe weiter trainiert. Das ist die liebe Judith. Die hat sich alle Mühe der Welt gegeben, um mich auf die Beine zu kriegen. Ich hatte so viele liebe Menschen, die mir in diesem Rahmen, in dem ich ihnen erlaubt habe, weil operieren durfte man mich nicht, die mich wirklich unterstützt haben. Und ich habe es immer wieder probiert und sie hat, lauf mir nach, komm, probier, es geht. Ja, Leute, es ist nicht gegangen. Warum ist es nicht gegangen? Es ist nicht gegangen, weil meine Schambeinfuge gerissen war. Die ganze Stabilität meines Körpers war außer Rand und Band. Da war nichts mehr, da hat nichts mehr gehalten. Ich war so wackelig. Mein Rücken hat es versucht auszugleichen mit allen möglichen Bewegungen. Es ist ganz, ganz schief geworden. Währenddessen hat sich dieser Ischias eingeklemmt. Und es ist eigentlich ein riesengroßes Wunder.
ein riesengroßes Wunder, dass dieser Ischias-Schmerz tatsächlich auch wieder weggegangen ist. Nicht 100%. Aber diese zig MRIs, niemand hat es beachtet. Ich war wirklich auch bei einigen Ärzten, ich war auch bei einer, ich habe Neuraltherapie gemacht, ewig lang. Die haben alle diese Berichte, die haben alle diese MRIs angeschaut. Und erst als ich vor drei Jahren selber mal diesen MRI-Bericht gelesen habe, habe ich gesehen, dass schon beim ersten, ich glaube, es war der erste oder der zweite MRI-Bericht, stand drin, Riss in der Schambeinfuge. Das stand da drin. Aber das hat niemand gesehen, das hat niemand realisiert, weil sie sich alle nur auf den Rücken fokussiert haben, weil der war ja mittlerweile so schräg. Wieso ist dieser Riss in die Schambeinfuge gekommen? Weil ich natürlich bei diesem Kaltunfall am Anfang, wo ich es euch erzählt habe, weil ich bei diesem Kaltunfall so unglaublich gestrampelt habe, um mein Leben geschwommen bin. Und ja, da ist es passiert. Und dieses Gefühl, das ich damals hatte, irgendwas ist nicht in Ordnung, das war das. Und wenn du einen Riss in der Schambeinfuge hast, dann, es macht auch alles Sinn, deswegen hatte ich auch diese Unterleibschmerzen, deswegen konnte ich nicht aufs Schambein drauf, aber wusste ich nicht, habe ich alles nicht verstanden. Und dann war es klar, dann war es klar. Ein Riss in der Schambeinfuge, du darfst nicht gehen, du darfst dich nicht bewegen, du musst 3 bis 6 Monate liegen oder nur mit Krücken gehen, 100%. Ich habe das 4 Jahre lang nicht gemacht. Ich habe das 4 Jahre lang nicht befolgt, weil ich natürlich nicht wusste. Aber mein Körper hat natürlich geschrien, leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin. Und mein Körper hat gesagt, du musst mit dem Hund gehen, du musst da gehen, du hast jetzt einen Freund, du musst reisen gehen, du musst deinem Sohn etwas bringen. Du musst arbeiten, es ist nicht in meinen Kopf gegangen, dass es darum gehen würde, einfach nur mal das zu machen, was mein Körper möchte, liegen. Einfach nur mal liegen. Alles habe ich probiert. Aber das, darauf zu hören, das konnte ich nicht, weil ja meine Gedanken im Außen waren, wenn du das alles nicht mehr machen kannst, dann bist du noch schlechter wie nicht gut genug. Das kann nicht sein. Du darfst dir auf gar keinen Fall eingestehen. In dem Moment, wo du dir eingestehst, dass du eine Loserin bist, weil das hätte es für mich geheißen, dass du eine Verliererin bist, dass du nicht gut genug bist, dass du deine Pflichten nicht mehr übernehmen kannst. Und ich war so damit beschäftigt, zu zeigen, dass ich stark bin, dass ich da durch kann, dass man mich nicht unterkriegen kann, dass man mich nicht kaputt machen kann, dass es nicht in meinem Mindset war, dass ich einfach mich nur ausruhen kann, dass ich mich einfach nur hingeben kann in ein Vertrauen, das für mich gesorgt ist. Das war nicht in meinem Kopf. Ich war keine, für die gesorgt ist. Ich war in meinem Kopf keine, die unterstützt ist. Ich war keine in meinem Kopf, die sich das erlauben darf, zu nehmen, ohne zu geben. Das war ich nicht in meinem Kopf. Ich musste immer zeigen, präsentieren, dass ich toll bin, dass ich gut genug bin, dass ich kämpfe. Während ich innerlich in meiner Überzeugung immer noch dieses feste Selbstbild, dieses feste Selbstkonzept natürlich hatte von einer Frau, die nicht gut genug ist. Und eine Frau, die nicht gut genug ist, kann machen, was sie will. Sie wird niemals gut genug sein. Und diese Geschichte, das soll für dich der Beweis sein, dass diese Arbeit, dieses Divine Design in deinem Inneren entstehen muss, dass du es dir mit nichts im Außen holen kannst, sondern dass du es erst in deinem Inneren
dir generieren musst. Du musst es verstehen in deinem Kopf. Dein ganzer Seinszustand muss in dieses Divine Design. Und dann aus dem Divine Design dein Leben zu kreieren, anzuwenden, Schritte zu tun, Dinge zu machen, dann ist alles, was du anpackst, wird erfolgreich sein. Alles, was du anpackst, wird dir Freude bringen. Alles, was du dann anpackst, aus deinem Divine Design heraus, wird dir Begeisterung und diese Erlebnisse bringen, die ich mir damals gewünscht habe. Ja, es war eine Reise, eine krasse Reise. Hier bin ich dann noch gewesen in Spanien, in Mallorca, Dr. Joe Dispenza Retreat. Meine Güte, da bin ich sogar über diesen Balken da gelaufen, ohne richtig laufen zu können, mit einem unglaublichen Fokus, Schritt für Schritt für Schritt. Obwohl ich instabil war in meinem Körper, habe ich das hingekriegt. Ich war so erleichtert, als ich da das geschafft habe, als ich mich overcome yourself, ja, dass ich diese Leiter hochklettern konnte. Es war unglaublich, was ich alles fertiggebracht habe mit einem Körper, der voll mit Schmerzen war, der instabil war. Mein ganzer Körper, alles hat dafür gesorgt, dass ich das alles machen kann. Jede Muskel, jede Zelle war on point für mich, immer. Obwohl die grundlegende Stabilität nicht da war. Es ist eigentlich unglaublich. Ich war dann auch noch irgendwann mal in Sizilien. Ich habe wirklich die Zeit verloren, war dann noch in Sizilien kiten. Dieser Körper, irgendwann mal habe ich mich sogar noch zu einem Sprung rausgehauen. Alles hat er mitgemacht, mein Körper. Alles hat er irgendwie mitgemacht. Und ich wollte doch nur zeigen, dass ich gut genug bin. Ah, ja genau, in Antibes war ich dann auch nochmal. Es war dann wieder das jährliche Treffen mit meiner Freundin. Und hier kommen wir zum Abschluss. Zum Abschluss. Als ich aufgehört habe, diese Human Design Lady zu sein. Und als ich verstanden habe, was Divine Design bedeutet. Als ich verstanden habe, wie geliebt, unterstützt, gewollt ich bin, habe ich mir diese Ruhe gönnen können. Habe ich diese ganze Einsicht, alles Komplette, habe ich bekommen können. Ich meine, da sind noch ganz viele Geschichten dazwischen. Ich könnte euch natürlich von den letzten 5 Jahren, könnte ich euch 100 Stunden lang erzählen. Aber hier, als mein Leiden aufgehört hat, als ich mir eingestanden habe, als ich es verstanden habe, aus was für einer Persönlichkeit heraus ich mir all das zugemutet habe, ich mir mein ganzes Leben zugemutet habe, dass ich eben nicht diese Frau sein muss, die hier zugemüllt worden ist mit dieser ganzen Scheiße, sondern dass ich da rausspringen darf, dass ich überhaupt nichts von diesem Alten mitnehmen muss, dass ich eine neue Frau sein darf. Und als ich diese Frau habe anfangen, in mir aufzubauen, haben sich meine Perspektiven, meine ganzen Denkweisen, ich habe das geübt, das ist das, was ich in meinem Coaching weitergebe, wie ich alle Ansichten und alles dahin bringe, mich so zu sehen, in meinem Divine Design, in meiner allerhöchsten Perfektion. Und das ist für mich so ein Geschenk, dass ich jetzt das, was ich leben wollte, was aber mein Körper irgendwas immer dagegen gesprochen hat, du kannst es nicht, da hast du nicht Erfolg, da bist du nicht gut genug, du musst mehr machen, du musst besser werden. Dieses Human Design Mädchen gibt es nicht mehr. Die ist gestorben. Über die erzähle ich euch hier jetzt, über diese Frau, die ja noch dieses Mädchen war. Aber dieses innere Kind in mir konntest du nicht heilen. Das war unheilbar krank. Das war versaut, verdorben mit Ansichten, Überzeugungen, Denkweisen, die sie kaputt gemacht haben. Ich musste diese Version von mir sterben lassen.
komplett sterben lassen. Nicht heilen, sterben. Aber das kann ich nur, wenn ich weiß, wenn diese Human Design Version von mir stirbt und ich habe aber schon meine Divine Version parat und ich mir meine göttlichen Kleider anziehen darf, frei, reingewaschen von aller Schuld und von allem Schweren, dann brauche ich dieses Mädchen nicht mehr, das so gelitten hat. Dann schaue ich sie nur an und sage mir, wow, dieses Leben, das du gelebt hast, wow, hat so wehgetan. Jetzt weiß ich, wie ich ein Leben lebe, das nicht wehtut, sondern das Freude, Begeisterung, all das, all die Schönheit des Lebens, all den Luxus des Lebens. Und Luxus heißt ja nichts anderes wie, es tut mir gut, es ist schön, es ist grandios, es ist für mich. Und das ist für jeden Menschen, für jeden Menschen. 100%. Nur wir müssen bereit sein, dieses Human Design, dieses ganze menschliche Denken. Ich meine, ich bin zu Heilern gegangen, zu Astrologen, zu Kartenlegern, zu Retreats, Dr. Joe Dispenza. Ich bin überall hingereist, um hinterher zu verstehen, um was es wirklich geht. Und dieses Verständnis, das musst du haben, wenn du eine große, große Transformation von dir, von deinem Körper, von deinem Leben, von deinem Business, von deiner finanziellen Situation, von deiner Liebessituation machen willst. Diese Transformation muss so groß sein. Du musst bereit sein, alles hinter dir zu lassen. Und die Frauen, die jetzt diese lange Reise, die Divine Design Reise mitgemacht haben, genau die sind an diesem Punkt. Sie wissen es, sie verstehen es, sie wissen, dass sie nichts festhalten müssen aus der Vergangenheit, sondern dass sie alles neu machen dürfen aus ihrem Divine Design heraus. Und im Businessprogramm geht es natürlich in erster Linie um Business, aber du kannst kein Business machen, solange du doch verletzt und verwundet bist. Eine verletzt und verwundete Frau macht weder Business, macht weder Geld, macht weder Liebe, macht weder Beziehung, macht weder irgendwelche geilen Erfahrungen. Und das weiß ich, weil ich diese verletzte Frau durch die ganze Welt getragen habe. Weil diese verletzte Frau hat so viele Sachen erlebt und durchlebt und ihr habt einen kleinen Ausschnitt gesehen. Diese verletzte Frau hat es halt einfach leider nie genossen. Weil diese verletzte Frau im Außen rumgesteuert ist und alles probiert hat, Business probiert hat, Liebe probiert hat, alles probiert hat und immer verletzt war. Und diese verletzte Frau entsteht im Human Design. Und diese verletzte Frau ist nicht über eine innere Kinderarbeit zu heilen, sondern über einen riesengroßen Sprung ins Divine Design, weil das die einzige Wahrheit, die einzige Wahrhaftigkeit ist. Und ich spreche hier so laut und klar, weil ich es nicht nur an mir selbst bewiesen habe, sondern weil ich genügend Frauen begleitet habe. Und das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Und hier siehst du die Yacht, auf der wir im Retreat waren. Ich war vorher schon natürlich alles rekognoszieren. Es ist der Oberhammer. Hier siehst du eine Frau, die kitet ohne Schmerzen, die richtig Freude hat auf dem Schiff. Eine Frau, die absolut lebensfroh und begeistert ist. Eine Frau, die sich nicht verstecken muss mit irgendwelcher Zellulitis. Eine Frau, die abenteuerlich ist. Eine Frau, die das Leben von A bis Z genießt. Das war jetzt in Roses in Spanien mit meinem Sohn, wo ich den großen Trip gemacht habe bis Südspanien über Sardinien. Und ich kann euch nur eins sagen, es lohnt sich so, so sehr. Es lohnt sich so, so sehr. Und das, was ich an Lehrgeld bezahlt habe, um dir das beizubringen, um dir das mitzugeben, um es dir so viel leichter zu machen, ist so viel. Das kannst du dir vorstellen, wie viel all das auch finanziell gekostet hat. Zeitmäßig sind wir hier bei einer Spanne von 4 Jahren. Nicht eingerechnet die Zeit, die ich vorher gelitten habe. Ich bin wirklich hier, um dich mitzunehmen auf diese schnelle Abkürzung, um dir wirklich zu helfen, das, was ich Stück für Stück
lernen und ablösen musste, dass du das schnell kannst. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, Number One, mein Number One Bestseller ist wirklich die Divine Design Reise, die du abkürzen kannst. Das heißt abkürzen, du kommst 6 Monate mit, du hast die Foundation, du kriegst all das, was die Frauen hatten, die jetzt mitkommen im Ultramind, ist wirklich, ich möchte jetzt, ich habe Frauen aus jeder Sparte mitgenommen und erhoben. Und ich möchte aber jetzt Ultra. Ich möchte wirklich, weil es ist alles, wenn wir grenzenlos sind und es gibt alles und es ist alles da, möchte ich wirklich, dass wir, möchte ich die Frauen begleiten, die bereit sind, alles abzulösen, wirklich alles abzulösen, damit sie hochschweben können wie ein Ballon und über der Scheiße stehen und sich und dann wissen, meine Kreation, das, was ich sehe, das reproduziert sich. Und wenn ich die bin, die nur noch Schönheit, Liebe, Begeisterung reproduziert, dann wird diese Welt ein besserer Ort. Und dafür verschreibe ich mich. Und die Frauen, die das auch möchten, weil sie erkennen, nur wenn wir viele sind, die so leben, die so dokumentieren, die so die anderen erheben und ihnen helfen, werden wir das leben können, dieses Divine Design Leben, das wir uns als ganz, ganz kleines Kind, als wir das böse Mädchen oder das liebe Mädchen waren und versucht haben, die Welt dazu zu bringen, uns zu entsprechen. So geht es halt nicht. Aber mit Divine Design geht alles. Wenn du in deinem Divine Design bist, bist du grenzenlos, bist du okay. Ah ja, genau, das ist auch noch was. Hier ist es. Da, das war auch so eine Therapie. Moxa. Vielleicht kennt ihr das, so was Thailändisches. Mein Körper, meine ganzen Muskeln, die waren so verkrampft. Ich war bei Moxa, ich habe nichts gespürt. Die hat mich total verbrannt. Ja, total. Riesengroße Brandwunden. Ich habe nichts gespürt. Moxa geht so, du gehst über die Haut und dann gibt es eine Reaktion und dann sagst du, es ist zu heiß. Ja, da habe ich es nicht gespürt. Die hat mich voll verbrannt. Und zig andere Sachen, die ich dann alles gemacht habe, um diesen Körper, der seine Stabilität wieder haben wollte, jeden einzelnen Muskel, jede einzelne Faser, jede einzelne Faszie, war so, ich war so. Kann man sich vorstellen, über 4 Jahre, wo die Stabilität über das Becken nicht gegeben worden ist und der ganze Körper einfach überall alles festhalten muss. Und wenn du diese Stabilität nicht hast in deinem Leben, wenn du, deswegen habe ich die Foundation gemacht, weil ohne diese Foundation, ohne die Stabilität in deinem Divine Design, bist du stabil in deinem Human Design, in deinem nicht gut genug, wie kann ich besser werden, wie können die Menschen mich mögen, wie kann ich endlich, was kann ich endlich tun, um unterstützt zu werden, was kann ich endlich tun, damit ich mich wohlfühle. Du brauchst eine neue Foundation in deinem Divine Design und deswegen habe ich diesen Audiokurs auch gemacht, damit es jeder lernen kann. Und was kannst du jetzt machen? Du kannst mit mir 1:1 arbeiten, da hast du die Foundation dabei, kriegst von mir 1:1 individuell auf dich zu, auf deine Situation zugestimmte Unterstützung. Oder du kommst, und das würde ich mir wünschen, ins Ultramind, da bekommst du auch alles und du kommst mit auf das Yacht-Retreat, du kommst mit eine Woche lang, abstrippen von der alten Scheiße, es gibt nichts Besseres. Und wenn wir zurückkommen, dann hast du noch diese 6 Monate Begleitung. Und wenn du VIP nimmst, hast du jeden Monat einen Booster von mir. Und das ist so der Anfang der geilen Reise. Du wirst nie aufhören. Und ich schwöre dir eins, wenn du für dich gehst, für deine Vision, dann muss die Finanzen, die finanziellen Mittel sind immer da. Ich meine, schau mal, was ich alles gemacht habe. Kranke. Und ich erzähle euch dann irgendwie noch mehr von diesen Geschichten, die da dazwischen passiert sind. Aber ich habe immer das Geld gehabt. Ich habe immer das Geld gehabt, weil ich dachte, das ist meine Lösung und das ist meine Heilung. Und es konnte mich nicht stoppen. In dem Moment, wo ich wusste, es ist meine Lösung, meine Heilung, habe ich das Geld gemacht, bin ich dorthin gegangen, habe ich mich meinen schmerzenden Körper dorthin, weil ich glaubte, es heilt mich. Wenn du mir jetzt aber genauso mit der gleichen Überzeugung glauben kannst, dass die Divine Design Reise dein ganzes Leben heilt,
dann weiß ich, dass dieses Investment, das ansteht für The Ultramind und für dieses Yacht-Retreat, dass das lächerlich ist. Es ist lächerlich, weil dein ganzes Leben wird so viel besser. Du wirst so viel reicher. Du wirst reich beschenkt. Du wirst eine Frau werden, die nehmen kann, die genießen kann, die sich Erlebnisse kreiert, alleine mit anderen Menschen, für andere Menschen, die einen Sinn hat, die einen Wert hat, die wichtig ist hier auf diesem Erdboden. Und so eine Frau bist du. Es gibt keine Frau, die nicht so eine Frau ist. Es ist nur im Kopf. Es ist nur dieses verdammte Selbstkonzept, das wir eingekübelt bekommen. Und es geht einfach nicht von heute auf morgen raus, sondern es ist eine Entscheidung, die du jeden Morgen wieder neu treffen musst. Und du weißt ja, das Geheimnis einer guten Beziehung, einer guten Ehe ist, wenn man am Morgen jeden Tag sich neu für seinen Partner und für die Partnerschaft entscheidet. Das wird ganz oft postuliert. Was ist das Geheimnis eurer langjährigen Beziehung? Alte Leute sind befragt worden. Was? Wie kommt es? Jeder von uns hat sich jeden Morgen neu entschieden für die Partnerschaft, für dieses gemeinsame Leben. Und ich muss mich jeden Morgen entscheiden für mein Divine Design Leben. Ich muss mich jeden Mittag entscheiden, jeden Nachmittag und jeden Abend und jede Nacht. Und wenn ich nachts aufwache, muss ich mich dafür entscheiden. Und es ist eine unwiderrufliche Entscheidung. Und wenn ich mal strauchle, dann brauche ich Hilfe, Unterstützung. Deswegen hat es bei mir so lange gedauert. Und ihr seht ja, was ich für einen Willen habe. Ihr seht ja, was ich für eine bin, wenn sie wirklich weiß, das ist der Weg. Und ich bin in viele Sackgassen mit diesem Willen reingerannt, bis ich endlich die Straße gefunden habe. Und jetzt kann, das ist die Straße, es ist die Straße, es gibt keine andere Straße. Ich habe alle Beweise. Und mein eigener Wille, ihr seht, wie ich mich auf der Spur halten kann, hat mich dahin gebracht, alleine. Und ich kenne nicht viele Leute, die das können. Die liebe Andrea ist eine, die kann das auch. Die kann das so richtig krass. Aber ich weiß, dass es viele Leute gibt, die das lernen, die sich das zutrauen. Und dumm ist es nicht, so lange zu warten, mit dieser Überzeugung, mit dieser krassen Power erst loszustatten, wenn du weißt, das ist der richtige Weg, das ist der richtige Weg. Jetzt mobilisiere ich meine ganze Power, meine Kraft, meine Stärke, meine Fusion, mein Fokus, meine Vision. Dumm ist es nicht. Also deswegen will ich damit nicht sagen, wenn du jetzt noch nicht diese Power entwickeln konntest, wenn du aber weißt, das ist der Weg und es lohnt sich so, so sehr, dann kriegst du diese unbändige Kraft, wo dich nichts und niemand davon abhalten kann. Und für mich war es auch so, ich hatte diesen unbändigen Willen, das zu knacken, das rauszufinden, dieses Prinzip des Lebens, dieses Prinzip der Heilung rauszufinden. Ich wollte wissen, wie das geht. Ich wollte wissen, was die Basis, was die Foundation davon ist, was dahinter steckt, welches Prinzip dahinter steckt, wie ich das mache, als welcher Mensch, mit welchen Fähigkeiten, mit was, wie ich all das, was ich habe, so einsetzen kann, dass endlich die Dinge rauskommen, die ich möchte. Und das wollen wir alle. Und deswegen mache ich hier ein Riesen-Movement draus. Je früher du einsteigst, desto besser ist es für dich. Weil du sparst so viel Zeit. Also meine Lieben, ich komme jetzt hier zum Ende. Ich habe mir schon gedacht, dass es eine Stunde wird. Ich habe noch viele, viele mehr Geschichten. Ich werde es euch erzählen, ich werde es mit euch teilen. Ich habe nichts zu verbergen, ich habe nichts zurückzuhalten. Es ist, je mehr wir drüber sprechen und je mehr wir Klarheit kreieren, jedes Mal, wenn ich das wieder erzähle und repetiere, kriege ich für mich nochmal einen größeren Fokus, noch mehr Klarheit, noch mehr Freiheit, noch mehr Freude, noch mehr Selbstbestimmtheit. Und das ist der Weg. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und
Ja, bis zum 20.07. ist Ultramind noch billiger. Danach wird es wieder teurer. Ultramind wird bleiben. Das ist mein Signature Mastermind. Ich werde immer wieder Events machen. Auf jeden Fall. Aber warte nicht. Erstens mal wird es nicht billiger. Zweitens mal verlierst du wertvolle Lebenszeit. Wenn du irgendetwas machen willst für deine Divine Design Reise, komm wenigstens zu diesem super Angebot, 5000 Euro. Mit der Foundation schon für 2200 Euro sind wir einen Monat intensiv zusammen. Da kannst du schon so viel bewegen, kann sich schon so viel verändern. Warte nicht auf ein Wunder von außen. Warte nicht, bis sich das Wunder im Außen zeigt. Das Außen ist nur eine Reflexion von dir, von deinem Inneren. Und dein Inneres muss das Wunder sein, bevor sich das Wunder im Außen zeigt. Also, bis bald. Tschüss.